Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserem zweiten Zuschauerrennen in Jurassic World Evolution. Weil das erste bei euch so gut angekommen ist und es so viel Spaß gemacht hat, dachte ich mir, machen wir jetzt gleich mal das zweite Zuschauerrennen. Wir haben hier wieder unsere 10 Kandidaten, jeweils 5 Teams, also mal jeweils 2 Jeeps zusammen in einem Team. Aber darauf gehen wir gleich nochmal genauer ein, wer diese sind, weil die wurden natürlich wieder von euch übernommen. Und es gibt hier auch wieder einen 5€ Amazon-Gutschein für die beiden Gewinner dann zu gewinnen. Aber erstmal gehen wir mal eben auf die Strecke ein, weil es haben sich ein paar Sachen geändert. Und zwar hier direkt am Eingang hat sich nochmal geändert, dass hier nochmal ein weiteres Tor in der Mitte wartet. Also hier muss man ja durch die 2 Tore durch. Da gibt es ja immer schon so ein paar Probleme, da verkeilen sich ja schon die ein oder anderen Jeeps. Und dann muss man hier in der Mitte, ich habe es versucht möglichst mittig zu platzieren, das Tor, muss man dann nochmal durch. Ich denke mal, dadurch wird der Start nochmal um einiges spannender werden. Mir wurde auch gesagt, ich könnte ja die Strecke mal abfahren. Aber das Problem ist, wenn man das abfährt, das dauert einfach wirklich mega lange, Leute. Weil wenn die Jeeps so losfahren, sind die um einiges schneller unterwegs, als wenn man selber fährt. Gerade auch bei so Sprüngen und bei so, hier zum Beispiel bei solchen engen Kurven, also bei diesem hier, das würde ewig dauern, wenn man das selber abfährt. Deswegen, da würde das Video schon einfach, keine Ahnung, 20 Minuten dauern, wenn ich einmal die Strecke selber abfahre. Deswegen lassen wir das lieber und gehen das mal eben so schnell durch. Genau, wie gesagt, hier am Eingang haben wir jetzt ein Tor nochmal in der Mitte, das soll nochmal den Start ein bisschen spannender machen. Hier hat sich nichts geändert, Steilkurve. Hier haben wir unseren Sprung, auch über die Stange wieder mit Extrapunkten. Allerdings habe ich mir überlegt, wenn man es schafft, hier über diese Stange zu hüpfen, bekommt man 2 Extrapunkte, nicht ein. Dann ist das ein bisschen ja, belohnender, sage ich mal, wenn man darüber springt. Ich bin sehr gespannt, ob es heute wieder ein Kandidat schaffen wird oder nicht. Hier hat sich das auch nochmal so ein bisschen geändert, glaube ich. Hier war vorher 2 Futterspende, habe ich jetzt 3 so Mauern hingestellt. Muss man halt so ein bisschen drumherum fahren. Gallimimus-Gehege kennt ihr ja. Hier war so ein bisschen Wasser nur. Jetzt habe ich hier extra viel Wasser hingemacht, weil das bremst die Kandidaten ordentlich aus. Und dann können wir ganz in Ruhe alle Kandidaten hier bei dem Sprung beobachten, ohne dass hier was Spannendes oder dass wir hier was Spannendes verpassen. Weil die werden hierfür wirklich eine Minute oder so brauchen für diese Wasserstrecke. Und dann können wir hier die ganze Zeit auf den Sprung achten. Hier vorne hatte ich eigentlich ein Labyrinth geplant. Das war viel, viel enger mit den Mauern. Das war viel, viel verschlungener und sowas. Aber ich konnte dann da hinten aufmachen. Ich habe es einmal getestet und dann sind die Jeeps nicht mehr losgefahren. Deswegen ist es jetzt, ja, nicht mehr wirklich ein Labyrinth, aber es ist halt irgendwie so ein Bereich. Hier sind auf jeden Fall so ein paar Velociraptoren reingekommen. Hier war ja vorher der Wald, aber der Wald hat halt gar keine Auswirkung auf die Jeeps gehabt. Dann haben wir hier vorne natürlich noch unser Sinoceratops-Gehege, ganz normal, hat sich nicht geändert. Hier vorne ist unser Brachiosaurus. Gehege mit großer Rampe und Sprung, das hat sich auch nicht geändert. Troodon-Gehege, dann geht es hier wieder durch die Kugelstraße, die hat sich auch nicht geändert. Hier um die Kurve, das hier hat sich auch nicht geändert. Hier hat man dann die Wahl zwischen den T-Rex und dem Spinosaurus-Gehege. Hier kommen dann die Ziegen, die mittlerweile auch noch mehr Ziegen geworden sind, weil das werden ja immer mehr und mehr, je nachdem wie lange ich hier warte und wie lange das hier dauert. Dann kommt hier ein kurzer Wasserbereich. Hier nochmal so ein großer Hügel. Dann geht es hier um die Kurve. Normalerweise war jetzt hier das Ziel. Allerdings geht es hier jetzt um die Kurve. Hier gibt es nochmal einen Sprung. Kleines Wasserbecken, Sprung, Wasserbecken, Sprung, Sprung, Sprung. Dann kommt man hier nochmal durch ein Tor in so einen, ja, Strom. Das sind so Strommasten einfach, die im Weg rumstehen. Da muss man sich auch so ein bisschen durchschlängeln. Dann hier durchs Tor. Und hier ist dann die Ziellinie. Und das alles muss durchfahren werden. Und das System funktioniert wieder wie beim letzten Mal eigentlich. Wir haben unsere 10 Kandidaten. Der erste Platz bekommt 10 Punkte, der zweite Platz 9, der dritte 8 und so weiter und so fort. Es geht immer weiter runter. Für einen Sprung über das Hindernis, was ich vorhin gezeigt habe, gibt es 2 extra Punkte, diesmal nicht nur ein. Und am Ende zählt halt wieder die Teamleistung. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir mal kurz hier auf unsere Jeeps ein. So, die Jeeps. Wir haben wieder 10 Stück an der Zahl. 5 Teams mit jeweils 2 Teammitgliedern. Da haben wir einmal hier Team Retro, Team Blau, Team Rot, Team JWE und Team Orange. Das sind unsere 5 Teams, die hier antreten. Und die wurden euch auch wieder zugelost von dem letzten, ich glaube, hybriden Battle Royale Video war es, genau. Ihr habt wieder mega viele Kommentare geschrieben. Davon wurden auf jeden Fall 10 Leute ausgelost, die jetzt hier an dem Rennen teilnehmen. Und ich würde sagen, wir schnacken jetzt gar nicht lang, wir fangen an. Wir haben da einmal Team Retro hier ganz links. Da haben wir Ruven Q und sein Teammitglied, das ist Bazinga 1319 oder 1319 oder 1319, ja, wie auch immer, ist ja auch egal. Dann haben wir Team Blau mit
der Dino-Metzger und Lars Balsipa. Team Rot geht an den Start mit Angelika Rosenau und Hummelpummel. Gehen wir mal ein bisschen rüber mit der Kamera. Als nächstes haben wir Team JWE mit Stefan Raths und Antonline Games. Und zu guter Letzt haben wir Team Orange mit Fine Brand oder Fine Brand. Fine Brand wahrscheinlich, ne? Und Lars Berger. Das heißt, wir haben zweimal Lars auf jeden Fall dabei. Ich glaube, genau, Lars Balsipa und Lars Berger. Da dürfen wir nicht durcheinander kommen. Das sind unsere 10 Kandidaten. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier Kommentare geschrieben habt. Ihr seid dabei. Es geht um 5 Euro Amazon-Gutschein für das Siegerteam. Die Punkteverteilung hatte ich ja schon erklärt. Ist im Prinzip genau wie beim letzten Mal. Nur, dass der Sprung einen Punkt mehr bringt. Und jetzt würde ich sagen, können wir das Ganze hier starten. So, Freunde, es geht los. Ich werde jetzt das Ganze hier öffnen und dann müssen wir schnell sein. So, ich gehe mal in den Aufnahmemodus, einfach damit das Ganze pausiert ist und wir mal kurz die Kamera bewegen können. Ich will hier nämlich keine Sekunde verpassen. Die 10 Kandidaten werden jetzt gleich losfahren und sich hier durch die Tore quetschen. Und das wird wieder super, super spannend. Ich freue mich schon. Oh, scheiße, die Kamera springt zurück. Okay, das bringt gar nichts. So, ich habe es aber relativ schnell geschafft. So, alle Kandidaten fahren los. 5 auf der rechten Seite, 5 auf der linken. Der Orangene ist schon mal hängen geblieben. Und die beiden Blauen schießen jetzt hier beide als erstes durch und blockieren sich. Na doch, ein bisschen blockieren sie sich, okay. Ich wollte gerade sagen, blockieren sich jetzt hier nicht. Aber so ein bisschen sind sie stehen geblieben. Dicht gefolgt von Team Orange. Aber Team Retro zieht jetzt schon an Team Orange vorbei. Team Orange scheint echt Probleme gerade zu haben da beim Tor. Also Team Blau ist jetzt auf jeden Fall doppelt vorne und da hinten hängen immer noch andere Jeeps. Aber wir müssen jetzt schon zu dem Sprung gehen, weil wir wollen ja nicht verpassen, ob den Sprung jemand schafft und hier extra Punkte sammeln kann. Team Blau schafft es schon mal nicht. Der erste Kandidat, das ist der Dino Metzger. Oh, der zweite schafft es. Lars Balsieper. Und er schafft es aber mal mega krass. Holy shit. Okay, Lars sammelt schon mal 2 extra Punkte. Herzlichen Glückwunsch. Und hat die Führung übernommen. Also das gibt hier ordentlich Punkte. Da kommt der nächste von Team Orange. Das ist Lars Berger. Der schafft es nicht. Und der nächste von Team Retro schafft es auch nicht. Kann es hier noch jemand schaffen? Oh, das sieht gut aus. Das schafft er. Antonine Games, herzlichen Glückwunsch auch an dich. 2 Punkte. Boah, der schießt jetzt aber hier durch, der Team Retro. Habt ihr das gesehen? Da im Hintergrund, im Gallimimus-Gehege. Oh, die Jeeps scheinen hier richtig. Oh, der schafft es nicht. Der Stefan hat es leider nicht geschafft. Ganz knapp nicht. Aber da kommt noch ein Kandidat, der schafft. Heute haben es 3 Leute geschafft. Nicht schlecht. Fine Brand sammelt auch 2 extra Punkte. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt müssten alle hier schon durch sein, ne? Ja. Jetzt können wir wieder zu der Führung oder der Spitze springen. Ihr seht, das Wasserbecken hält jetzt ordentlich auf. Wir haben hier nichts verpasst. Die Reihenfolge hat sich jetzt aber auch nicht groß geändert, glaube ich. Also wir haben hier Lars Balsipa an erster Stelle. Dann der Dino Metzger, zweimal Team Blau immer noch. Dann Team Retro mit Basinga. Lars Berger. Ruven Q. Antonine Games und dann kommen noch ein paar mehr, aber wir springen jetzt mal zu dem ersten und beobachten den hier so ein bisschen. Team Blau hat natürlich jetzt hier sehr stark die Nase vorn. Die haben schon 2 extra Punkte gesammelt und die beiden Führungspositionen hier. Also das sieht hier sehr, sehr gut aus. Wenn jetzt hier nicht noch irgendwas passiert, was sie hier total aufhält, dann sollte hier dem Sieg nichts mehr im Wege stehen. Aber die Raptoren, die scheinen jetzt hier auch gar keinen Trouble zu machen. Also er kommt hier super durch. Alles gut geklappt. Fährt jetzt hier durch das Tor, ist jetzt aus dem Raptorengehege raus und kommt in das Sinoceratops-Gehege. Und die stehen gerade auch nicht wirklich im Weg. Also er kann hier so durchfahren. Er hat hier wirklich Glück und er baut hier auch echt seinen Vorsprung aus. Guck mal, da hinten stehen die anderen. Also der Lars Balsipa, der gibt hier richtig, richtig Gas. Der ist mega weit vorne und fährt auch immer weiter vorne vorweg. Die anderen sind noch nicht mal im Sinoceratops-Gehege. Also wenn da nicht noch irgendwas richtig Krasses passiert, dann sollte der Sieg hier für Lars auf jeden Fall drin sein. So, da kommt ein großer Sprung von Lars Balsipa über die ganzen Brachiosauren durch. Schafft es sogar über den Wald. Perfekt. Ist im Wasser gelandet. Also der Lars, der gibt hier so krass Gas. Und das scheint hier wirklich sehr, sehr gut zu funktionieren. Wir machen gleich auf jeden Fall nochmal kurz eine Pause und schauen mal eben, welche Teams auf welchen Positionen sind. Weil wir kriegen jetzt hier vorne gar nicht viel mit. Oh, die Trodons. Die scheinen ihn jetzt hier ein bisschen Schwierigkeiten zu bereiten. Oh ja, der Lars hängt fest.
Das kann natürlich... Oh, das ist echt bitter jetzt gerade. Das kostet ordentlich Zeit. Und da kommt schon der nächste Blaue. Es ist ja an sich nicht schlimm, ist ja nur sein Teammate. Aber ihr seht jetzt schon, wie viel Zeit so ein Gehege kosten kann. Und jetzt hat er es geschafft. Hat jetzt aber seinen gesamten Vorsprung, den er hier rausgeholt hat, verloren in dem Troodon-Gehege. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt mal ganz kurz, welche Position wir denn gerade so haben im pausierten Modus. Ich schließe mal ganz kurz den Controller an, das geht fix. Dann kann ich das nämlich ein bisschen besser steuern. So, wir haben zweimal Team Blau vorne. Sieht sehr, sehr gut aus. Gefolgt von zweimal Team Retro, so wie es aussieht. Fliegen wir mal ganz schnell hier hoch. So, hier ist oben Team Orange, Team Rot, Team JWE. Und wo sind die anderen Kandidaten? Sie sind noch hier hinten im Gehege, so wie es aussieht. Hier noch wer? Nee. Aber hier sind noch... ein Jeep. Doch zwei Jeeps. Einmal Team JWE und Team Rot. Und einer von Team Orange muss noch irgendwo sein, oder? Habe ich den jetzt übersehen? Ich zoome mal ein bisschen raus. Ich glaube, den habe ich irgendwo übersehen. Vielleicht ist er auch gerade irgendwo da im Wald oder so. Na, ist ja auch egal. Wir gucken weiter. Wir werden es ja am Ende sehen, welche Platzierungen die Kandidaten haben werden. Also der Lars, der schenkt den anderen hier nichts. Hat vorhin viel Zeit verloren, aber gibt jetzt wieder ordentlich Gas. Und kommt jetzt hier eigentlich relativ gut über die Hogelstraße. Also ich glaube, diesmal ist das nicht ganz so spannend. Team Blau wird hier wahrscheinlich den Sieg nach Hause holen. Sieht hier auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Also mit Platz 1 und Platz 2 ist das natürlich keine Frage, wer hier gewinnen wird. Da können dann, glaube ich, auch keine Bonuspunkte mehr irgendwas retten mit Platz 1 und Platz 2. Aber Team Retro... Oh, schaut euch das an. Team Retro ist wirklich dicht auf den Fersen. Mit Platz 2 und Platz 3 könnten sie das hier schaffen. Aber jetzt hat er gerade richtig Probleme da, der Ruben Q. Also Team Retro und Team Blau, die sind hier wirklich dicht beieinander. Und Team Orange ist auch schon dicht dran. Ich glaube, der war viel weiter vorne, den ich vorhin nicht gesehen habe. Mal gucken. Vielleicht können ja die Rexy sich hier den Lars nochmal aufhalten. Wir werden sehen. Aber jetzt gerade scheint er wirklich gut durchzukommen. Die Rexys stellen sich... Da wurde Lars fast weggeschnappt. Das kann natürlich auch passieren, dass man wegglitscht, ne? Also dann ist man komplett raus. Man weiß ja nie. Also der T-Rex hat auf jeden Fall gerade nach Lars gebissen. Da hinten wird auch noch ordentlich gebrüllt. Die Ziegen, die halten Lars auch nicht auf. Also der Lars ist wirklich unaufhaltsam hier. Der drückt die ganze Zeit aufs Gas und lässt seiner Konkurrenz echt gar keine Chance, gefühlt. Ja, die beiden fahren das echt solide runter hier, ne, Team Blau. Beide auf 1 und 2, dicht beieinander. Und da hinten, Team Retro wurde auch wieder abgehangen, wie ihr seht. Also sind jetzt schon ein ganzes Stück weiter hinten wieder. Oh, jetzt blockieren sie sich hier so ein bisschen gegenseitig. Aber ich glaube nicht, dass hier noch was anbrennen kann. Aber man weiß es nicht, ne? Man weiß nie, was passiert. Jetzt springt er hier nochmal gegen das Tor. Aber der Vorsprung ist wirklich groß genug, dass er sich sowas erlauben kann. Also alles ganz entspannt. Oh, der andere jumpt nochmal richtig hoch. Hier der Dino-Metzger. Jetzt kommt der nächste Sprung. Zack. Auch ohne Probleme. Gleich ist die Strecke vorbei. Also ich glaube, Team Blau wird hier auf jeden Fall den Sieg holen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Na, Team Retro kommt nochmal ran da hinten. Boah, mit beiden Jeeps kommen die nochmal ran. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber Lars ist jetzt im Strommast-Ding. Und Team... Oh Gott, wir beobachten mal eben hier Team Retro. Die kommen jetzt wirklich nochmal dicht an den Dino-Metzger dran. Wenn der Dino-Metzger jetzt hier nochmal Probleme hat, könnte das nochmal eng werden. Aber Lars scheint sich jetzt hier auf jeden Fall den Platz einzuholen. Und der Dino-Metzger kommt jetzt hier auch super durch. Platz 1 für Lars, Platz 2 für den Dino-Metzger. Und dicht gefolgt von Team Retro mit Bazinga und Ruven Q. Und Team Orange ist auch dabei mit Lars Berger. Die ersten 5 Kandidaten sind durch. Wen haben wir denn noch hier hinten? Es geht jetzt nicht mehr um Platz 1, glaube ich, hier. Es geht jetzt nur noch um den, wer nicht letzter wird, sage ich mal. Also da bin ich jetzt auch gespannt. Ich habe das gerade nicht so auf dem Schirm, wenn ich ehrlich bin. Team Rot springt jetzt hier rüber. Bleibt jetzt hier nochmal stehen. Könnte eingeholt werden von Team Orange. Und Team Orange springt über Team Rot rüber. Okay, das war ein krasses Überholmanöver hier. Die beiden schlängeln sich auf unterschiedlichsten Wegen hier durch das Strom,
Mastenparadies, nenne ich es mal. Und damit hat sich Team Orange mit diesem Überholmanöver den 6. Platz, war es glaube ich, gesichert. Fine Brand war es. Und hier haben wir Hummelpummel auf Platz 7, glaube ich. Stefan Raths auf dem nächsten Platz. Und jetzt müssten noch einer oder zwei Kandidaten fehlen, laut meiner Rechnung. Ja, genau, diese beiden fehlen noch. Einmal Team Rot mit Angelika und Antonina. Mal schauen, wer hier den letzten Platz macht. Das könnte nochmal ein spannendes Rennen zwischen den beiden werden. Ah, wird hier noch was passieren? Also diese Huggel, die kann man halt wirklich gut nehmen. Und das macht Angelika gerade auch. Also sie hat jetzt wirklich einen Huggel hier übersprungen. Genau wie... Oh Gott, das wird jetzt nochmal richtig knapp. Wer nimmt jetzt hier den besseren Weg durch das Strommassenparadies? Wer wird hier letzter? Okay, Angelika bleibt nicht mehr hängen. Ich glaube, damit wird Antonine leider letzter. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Das Rennen ist vorbei und unsere Sieger stehen fest. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Team Blau gewonnen hat. Aber wir werden uns das Ganze jetzt gleich nochmal in der Tabelle angucken, würde ich sagen. So Leute, das Rennen ist vorbei und es war meiner Meinung nach wieder richtig cool und richtig spannend. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, würde ich mich mega über ein Like freuen. Wir kommen jetzt nochmal auf die Punkte und da haben wir bei Team Blau wirklich eine richtig, richtig krasse Leistung. Also richtig, richtig gut. Einmal 10 Punkte für den ersten Platz, 9 Punkte für den zweiten und einmal von Lars Ballsieper der Sprung plus 2 Punkte. Das sind insgesamt 21 Punkte, also richtig viele Punkte hier gesammelt. Man hätte es nur noch mit einem Sprung von, wer war denn der zweite? Der Dino Metzger. Mit dem hätte man 23 Punkte das Maximum rausholen können, aber 21 Punkte ist schon wirklich richtig viel und damit uneinholbar auf Platz 1. Auf Platz 2 haben wir Team Retro mit 8 Punkten und 7 Punkten von der Platzierung 3 und 4. Mit 15 Punkten insgesamt dann haben sie sich Platz 2 gesichert, haben sich auch verdient, sehr, sehr gut gefahren. Und dann kommen wir zum dritten Platz. Das ist Team Orange mit 6 Punkten und 5 Punkten für die Platzierung jeweils. Und plus 2 Punkte, weil es Fine Brand über den, also den Sprung geschafft hat. Damit haben wir insgesamt 13 Punkte bei Team Orange. Und jetzt geht es nochmal um den letzten Platz. Wer wird hier letzter? Und ich kann schon mal vorwegnehmen, keiner wird hier letzter. Denn Team Rot hat 4 Punkte und 2 Punkte gesammelt durch die Platzierung. Das war einmal der 9. Platz und der 7. Platz, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube schon. Das sind 4 plus 2 Punkte, also 6 Punkte. Und Team JWE hat leider den letzten Platz mit 1 Punkt. Und den... Oh Gott. Ich habe mich, glaube ich, vorhin schon verzählt, ne? Ne, doch, das ist der 8. Platz, glaube ich, ja. Und den 8. Platz, der gibt 3 Punkte, das heißt 4 Punkte. Aber Anton Line Games, der leider letzter geworden ist, hat aber den Sprung geschafft, kriegt somit auch plus 2 Punkte. Und deswegen haben wir auch bei Team JWE 6 Punkte. Das heißt, wir haben hier keinen Verlierer, wir haben keinen letzten Platz. Finde ich cool. Das Ganze hat wieder richtig Spaß gemacht. Die beiden Gewinner, Lars Ballsieper und der Dino Metzger. Schreibt mich einmal auf Discord an. Der Discord-Link ist in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr euren 5€ Amazon-Gutschein auf jeden Fall abholen. Und falls euch dieses Projekt gefällt, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen. Ihr dürft gerne wieder unten in den Kommentaren kommentieren für das nächste Video, wo ihr teilnehmen könnt. Hashtag BR und mit etwas Glück seid ihr dann dabei. Und wenn ihr nochmal so ein Rennen sehen wollt, ich kann die Strecke gerne nochmal so ein bisschen abändern und sowas, dann lasst mir auf jeden Fall auch einen Kommentar, damit ich weiß, dass euch das Projekt Spaß macht. Dann können wir nochmal ein drittes Zuschauerrennen hier machen, definitiv. Und damit verabschiede ich mich. Es hat mir wieder mega viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.